Das Urmel, das hat viele gute Freunde. Das Urmel fühlt sich wohl auf Titiwut. Das Urmel, das hat viele gute Freunde. Und du gehörst ganz sicher auch dazu. Ja, du gehörst ganz sicher auch dazu. Doch zurzeit fühlt sich das Urmel gar nicht so wohl in seiner Urmelhaut. Es hat nämlich die Masern, urmelige Masern. Immer nur im Bett liegen, Kräutertee trinken, Tabletten schlucken und schwitzen, das gefällt ihm absolut nicht. Was hilft's? Wer krank ist und schnell wieder gesund werden will, der muss eben im Bett liegen, Kräutertee trinken, Tabletten schlucken und schwitzen. Außerdem, wer viel im Bett liegt, hat viel Zeit zum Träumen. Du, Wutz, hast du schon jemals geträumt, ein König zu sein? Ich kann mich nicht an etwas Ähnliches erinnern, Urmelchen. Aber ich war König von Titiwu und ich habe regiert und Reden gehalten und kommandiert. Und ich sage dir, Das sagst du mir morgen, denn ich sage dir jetzt, dass du schlafen sollst. Schlafen? Ich will aber nicht schlafen. Ich bin nämlich putzmunter. Ich hör's. Du bist so munter wie ein Igel um die Weihnachtszeit. Da hält er nämlich seinen Winterschlaf. Ach, müde. Oh, Wutz, sag mal, was hast du denn in den Tee getan? Der Baldrian fängt zu wirken an. Jetzt schließ die Augen, Urmelchen. Ich mag nicht. Doch, sei lieb. Schlaf, damit du bald wieder gesund wirst. Vielleicht bist du dann wieder König von Titiwu. König von Titiwu. Schön. Kommst du ja wieder, Urmelkönig. Das Reich der Träume öffnet sich für dich. Traumkobold, weißt du, wo meine Königskrone ist? Ich sehe sie im ganzen Reich der Träume nicht herumliegen. Du trägst sie doch auf deinem Kopf. Auf meinem Kopf? Ach, natürlich, wo soll denn eine Krone sonst sein? Wer singt denn da? Es bin König von Tatabu. Ich bin der König. Elefant. Ich bin König von Tatabu. Elefant, ja. Was machst du in meinem Thronsessel? Ich singe, wie du hörst. Gib mir die Krone, damit ich ein kompletter König bin. Du wirst gleich komplett von meinem Thron verschwinden. Pinguin, Wawa, Wutz und Schusch, was steht ihr hier herum? Und huldig dem falschen König. Wir huldigen gar nicht. Wir hören bloß zu. Ihr dienet ganz ekelhaft unterwürfig vor dem, der mir Thron und Krone wegnehmen will. Warum filmst du denn so? Ich werde euch nicht nur schimpfen, sondern euch ganz hart bestrafen. Schrecklich hart bestrafen. Aber wie? Ja, wie? Darauf bin ich gepfannt. Wir sind wirklich sehr gespannt. Ja, sehr gespannt, Urmel. Mit dir wird es gleich aus sein, Elefant. Oh. Ich wünschte, ihr wäret alle leblos und versteinert. Oh. Schon geschehen. Jetzt seid ihr alle versteinert. Das ist eure gerechte Strafe.
Jetzt habe ich endlich Ruhe vor euch. Diese Stille im Schloss. Ach, jetzt habe ich ja keine Freunde, keine Spielgefährten und keine Untertanen mehr. So macht das Königsein auch keinen Spaß. Urmelchen, soll ich deine Freunde nun wieder lebendig machen? Sind sie denn tot? Nein, nur totenstill. Ich mag aber nicht, dass sie totenstill sind. Nicht? Dann pass auf. Was war denn jetzt los? Ich habe euch ein wenig erstarren lassen. Was? Du? Ich nicht, aber mein Freund, der Traumkobold. Und der hört auf meine Befehle. Und jetzt befehle ich Selefant, meinen Thron frei zu machen. Oh, gerade jetzt, wo ich es mir so gemütlich gemacht habe. Platz da! So, jetzt habt ihr euren König wieder. Und nun will ich endlich eine Königin haben. Wo sollen wir denn eine Königin hernehmen? Königinnen machen womöglich noch mehr Ärger als ein einzelner König. Ach, es soll ja nur zum Spaß sein, als Spiel. Ich will eine prächtige Hochzeit feiern. Feiern ist immer schön. Wo gefeiert wird, da bin ich dabei. Hochzeit, wie schön, wie rührend. Rosen auf dem Weg. Ja. Und brennende Kerzen. Ja, ja. Leider können wir das Spiel nicht spielen. Warum nicht? Ja, warum? Weil wir keine Braut haben. Oder will Ormel vielleicht um Selefants Hand anhalten? Es wird sich doch etwas finden lassen. Sicher lässt sich etwas finden. Ja, wer meldet sich freiwillig? Selefant ist etwas zu groß. Mhm. Und Wawa etwas zu klein. Wawa ist etwas klein, aber... Aber er ist etwas urmelähnlich. Urmelähnlich? Ihr seid beide grün und habt einen langen Schwanz. Wawa ist wohl wirklich zu klein. Der König muss immer größer als die Königin sein. Ich bin doch aber keine Inwaran-In, sondern ein Er. Ein Waran. Ach, spielen kann man alles. Mhm. Auf, Freunde, es gibt viel Arbeit. Arbeit? Ja, ja, also ich mache Wawa zur Königin, nicht? Oh. Und Wutz ernenne ich ab sofort zur Hofmarschallin. Und Pinguin zum königlichen Generalpostmeister. Ja, früher warst du ja schon einmal königlicher Briefträger. Ja. Daran habe ich aber schlechte Erinnerungen. Da wurde auf mich mit dem Gewehr gepfiffen und vielleicht wird jetzt mit Kanonen auf mich gepfiffen, weil General doch so militärisch klingt. Unsinn! Niemand schießt auf dich. Du bekommst ein feines Postamt. Ein Postamt für mich allein. Ja. Eines mit Falter und Regal, mit Briefwaage und einem Zelt vor der Tür. Falterpfunde von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr. Ja, aber du wirst sicher Überstunden machen müssen. Überpfunden? Was denkst du, wie es bei einer Hochzeit zugeht? Da sind Einladungen zu verschicken, Glückwünsche an mich weiterzuleiten. Glückwünsche. Hoffentlich stolperst du beim Postaustragen nicht über deine Wapfelfüße. Ich habe keine Wapfelfüße und stolpere auch nicht. Komisch, dass der oberste Postmeister nicht pflegen kann. Eine Luft
Post wäre doch feiner als eine Watschelpost. Oh, das ist eine gute Idee, Schusch. Du wirst die königliche Luftpost. Und dann untersteht er mir, denn ich bin der Generalpostmeister. Unterstehen? Du untersteh dich, frech zu werden. Dann macht der Luftpost von ihrem Streikrecht Gebrauch. Dann pflegst du, aber nicht am Himmel, sondern von deinem Posten. Ruhe, Ruhe! Es wird jetzt nicht gestreikt und nicht gestritten. Es ist viel zu tun und keine Zeit für ein Hickhack. Ich brauche einen Telefonanschluss neben meinem Thron. Neben dem Thron? Neben meinem Bett, im Speisesaal, auf der Schlossveranda, auf der Terrasse, im Vorzimmer, im Nebenzimmer, im Bad und auf der Also an die Arbeit. Puh, das wird flimm, flimm, schlimm. Es wurde schlimm. Alles rannte, flitzte, hopste, watschelte, wuselte und zauste. Wutz musste sich um Wawas Brautgarderobe kümmern, um das Hochzeitskleid, den Brautschleier, die seidenen Schuhe, die Blumen, um die Sitzordnung im Speisesaal, um die Speisenfolge, die Vorspeise, die Hauptspeise, die Nachspeise, die Getränke und, und. Ein Postamt wurde errichtet und eine Briefmarkenproduktionsmaschine angeschafft. Wie das alles ging? Traumkobold macht's möglich. Melde gehorsamst, Eure Majestät, Urmelkönig, die Briefmarkenproduktionsmaschine ist arbeitsbereit. Die erste Briefmarkenserie kann gedruckt werden. Wer betten, Urmelkönig, der Maschine einzuschalten? Wo ist der Einschaltknopf? Hier, der rote da. Weg da! Ich weiß es schon. Achtung! Au! Jetzt hab ich mich eingezwickt. Au! So hilft mir doch jemand. Ach, Urmelchen, ich bin ja schon da. Majestät, wenn ich bitten darf, so eine dumme Maschine. Na, was ist? Dreht doch einer das Rad zurück. Urmel und Könige sollte man nicht an Maffinen lassen. Urmelkönige funkt gar nicht. Es gibt keine Urmelkönige, sondern nur einen Urmelkönig und der bin ich. Befreit mich jetzt jemand oder nicht? Selbstverpfändlich. Das macht der Generalpostmeister persönlich. So, so und jetzt gibt's Pfaff. War auch höchste Zeit. Was machen wir nun? Die Maschine muss doch gestartet werden. Also ich rühre das Ding nicht mehr an. Aber eine Hochzeit ohne Einladungen gibt es doch nicht. Ach, jetzt können wir nicht mehr weiterspielen. Alles war umsonst. Ich weiß Rat. Was kann man tun? Urmelkönig pflegt mit dem Hammer auf den Pfadknopf. Dann braucht er das Ding nicht anzurühren. In der Tat, Penguin, der wusste Rat. Seine Majestät, Urmelkönig, fahrtet mit einem Hammerpflag auf dem Pfadknopf die Briefmarkenproduktionsmaschine. Wie sagt man denn jetzt bei so einem Anlass? Man sagt feuerfrei, wenn geschossen werden soll. Es soll aber nicht gepfiffen werden, sondern gepflagen. Dann sagt man eben. Schlagfrei. Also, schlagfrei. Bravo! Maschine noch mal. Seht, hier die erste urmelkönigliche Urmelkönig-Briefmarke. Der Kopf von unserem Urmelchen auf der Briefmarke macht sich gut. Urmelchen? Majestät! Majestät! Und jetzt ran an die Arbeit. Einladungen verschicken. Wen laden wir denn alles ein? Alles, was Rang und Namen hat. Und was hat Rang und Namen? Ich erwarte Vorschläge. Seelefant! Ach,
Den brauchen wir doch nicht einzuladen. Der ist doch sowieso da. Dann laden wir König Futsch von Pumpolonien ein. Und seine Frau Naftaline. Der Rektor Dr. Zwengelmann. Und Professor Habakuk Tibaton. Natürlich, der ist ja fast der Wichtigste. Der Wichtigste bin ich, Urmelkönig. Und ich bin der Zweitwichtigste, denn ich bin die Braut. Und ohne Braut gibt es keine Hochzeit. Herrn Mö, das Oberschwein sollten wir doch auch einladen. Onkel Pitt dürfen wir nicht vergessen. Fupp, gib mir Briefmarken, aber eine nach der anderen. Dann klebe ich sie gleich auf die Post und knall den urmelköniglichen Poststempel drauf. Also los, her. Knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall, bumm, knall. Das königliche Postwesen war nun lückenlos organisiert. Seine Majestät Urmelkönig fühlte das dringende Bedürfnis, sich ein wenig auszuruhen. In Gnaden entließ er seine Hofbeamten zu ihren verschiedenen Pflichten. Er selbst schlurfte befriedigt mit sich und seinen Taten in das allerhöchste Schlafgemach. Er pfefferte seinen königlichen Umhang auf den Stuhl mit der seidenen Lehne, hing die Krone oben in die goldgeschnitzte Verzierung und legte das Zepter quer über das Sitzkissen. Dann ließ er sich ins Bett fallen, zog die Steppdecke unters Kinn und stopfte sich ein Stück Marzipan aus der Hofbäckerei in die Schnauze. Fein war das, König zu sein. Vielen Dank, Traumkobold. Ja, da steht ja das Telefon. Da werde ich doch gleich einmal den Professor anrufen. Amt und Vermittlung. Aha, Knopf drücken. Das funktioniert ja wunderbar. Hier Postamt Titiwu, Generaloberpostmeister Pinguin. Was wünschen Sie bitte? Ich wünsche Professor Habakuk Tibaton zu sprechen. Oje, ich weiß ja nicht, wo ist er denn, der überhaupt? Ja, in Pumpolon, du Trottel! Ah, bitte warten. Moment, bitte warten. Hallo, hallo, hier spricht Habakuk Tibaton. Am anderen Ende der Leitung spricht... Rat mal, wer? Ach, so ein Blödsinn. Wer ist denn da dran? Ich? Wer ist ich? Ich ist Urmel. Ich meine Urmelkönig. Die anderen haben mich nämlich zum König von Titiwu gewählt. Da staunst du, was? Na allerdings, was ist denn das wieder für ein Unsinn? Von wo telefonierst du denn, Urmel? Aus meinem Schloss. Und ich liege in deinem Bett. In meinem Bett? Also, das kann ich nicht leiden. Mach sofort, dass du da rauskommst. Ich denke nicht daran. Außerdem werde ich heiraten. Heiraten? Ja, um alles in der Welt, wen denn? Das wirst du schon sehen. Steht alles auf der Einladung. Also, bis bald und auf Wiedersehen. Habakuk Tibaton, ton, 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 ton. Aber das ist doch... Kein Aber. Schluss für heute, Ende. Das ist sowas. Also, das ist doch wirklich allerhand. Der Professor wird jetzt unruhig schlafen. Ich aber umso ruhiger. Gute Nacht, Traumkobold. Bist du eigentlich noch da? Natürlich, natürlich. Bin immer da. Ja, dann ist es gut. Gute Nacht. Musik.
Die Nacht verging so schnell. Vielleicht war es nicht einmal eine richtige Nacht. Natürlich nicht, nur eine Traumnacht. Urmelkönig erwachte und die Sonne strahlte. Es war still im Schloss. Seine Majestät Urmelkönig rüttelte am Klingelzug. Was ist denn? Hört mich denn niemand? Ich wünsche geweckt zu werden. Hallo! Ich wünsche geweckt zu werden. Was ist denn? Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Ich wünsche geweckt zu werden. Aber du bist doch schon wach. Egal, wach oder nicht, ich wünsche mit Musik geweckt zu werden. Mit Musik? Öff, öff? Was ist denn das nun wieder Neues? Nicht mit Musik öff, öff, sondern mit Musik Ching Bum. Ching Bum? Öff, öff? Ja, ich will eine Musikkapelle. Jeden Morgen soll sie auf dem Schlosshof spielen. Wir brauchen sie ja auch zur Hochzeit. Keine Heirat ohne Festmusik, also sorge dafür. Ich ernenne dich ab sofort zum urmelköniglichen Hofkapellmeister. Dürfte ich vielleicht rasch noch etwas Musik studieren? Du sollst nicht Musik studieren, sondern Musik machen. Basta. Jawohl, Majestät. Musik machen. Ich werde alles veranlassen. Silfan, Achtung, alles herhören, ja, Freunde. Ja, herhören. Ich wurde zum Hofkapellmeister ernannt. Das heißt, ich stelle jetzt eine Musikkapelle zusammen. Musikkapelle. Das Instrumentarium habe ich bereits organisiert. Ja. Oh. Tim Tintenklecks übernimmt die Trompete. Pinguin, die Trommel. Ja. Trommel. Schusch, das Glockenspiel. Ja, Glockenspiel. Seelefant, den Bass. Ja. Und die anderen, die suchen sich aus, was noch an Instrumenten übrig ist. Ja. Los, wir beginnen gleich mit dem ersten Stück. Sollten wir nicht erst etwas einstudieren? Urmelkönig hat gesagt, es wird nicht studiert, sondern Musik gemacht. Ruhe! Alles hört auf mein Kommando. Ja, wer heißt denn das erste Stück, das wir spähen sollen? Morgendliches Wecken. Öff, öff. Morgendliches. Eins, zwei, drei und... Ja. Halt, 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 so geht's. Halt, halt. Es kann doch nicht jeder spielen, was er will. Nein. Warum nicht? Das ist doch lustig. Aber kein Stück. Einer muss eine Melodie spielen und die anderen müssen etwas dazu machen. Öff, öff. Ja. Also los. Eins, zwei, drei und. Halt, halt. Ihr sollt doch nicht öff, öff dazu machen, sondern etwas mit eurem Musikinstrument. Öff, öff zum Donnerwetter. Aber du hast doch öff, öff gesagt, Wupf. Ja, ja. Hast du gesagt? Ja. Aber das sage ich doch immer. Blödsinn. Los jetzt und passt aufeinander auf. Und wann ist Fluss des Stückes? Wenn ich abwinke. Wenn ich abwinke. Eins, zwei, drei, los. Wer davon nicht geweckt wird, der muss verfeinert oder tot sein. Ja. Fürs Erste finde ich es nicht schlecht. Außerdem wird es bestimmt besser, denn wir üben jetzt täglich 2 Stunden. 2 Pfunden? 2. Ja, täglich 2 Stunden. Vormittag und 2 Stunden Nachmittag. Oh. Übung macht den Meister. Aber wer macht meine Post? Du musst eben Überstunden machen, wie wir alle. Öff, öff. Viele Überstunden mussten gemacht werden. Immer näher rückte der Hochzeitstag. Die Poststelle arbeitete mit Hochdruck. Einladungen gingen hinaus, Zusagen gingen ein. Jeder wollte ja dabei sein beim Hochzeitsfest von Urmelkönig. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren und jeder mühte sich redlich, die ihm gestellten Aufgaben bestens zu erledigen. Wutz hatte es übernommen, Wawa, den Waran, in eine Braut zu verwandeln. Der Slayer auf meinem Kopf, der zwickt mich so. Wutz,
Kannst du die Zwickklammer nicht herunternehmen? Ohne Klammern hält doch der Brautschleier nicht. Dann musst du die Klammern unbedingt in meiner Kopfhaut befestigen? Ja, wo denn sonst? Du hast doch keine Haare, Wawa. Das zwickt aber so. Ich spiel die Braut ohne Brautschleier. Das geht nicht. Hast du schon einmal eine Braut ohne Brautschleier gesehen? Nee, hab ich nicht. Na also. Ich spiel überhaupt nicht mehr mit. Zu spät. Du willst doch kein Spielverderber sein. Das bisschen Zwicken hältst du, bis die Hochzeit vorbei ist, leicht aus. Wie lange dauert denn so eine Hochzeit? Och, meistens bloß einen kurzen Tag und eine etwas verlängerte Nacht. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus! Hast du eine Ahnung, was man als richtige Braut alles aushalten muss? Da ist das bisschen Zwicken auf deiner Kopfhaut gar nichts dagegen. Übrigens, du siehst ganz toll aus. Ja? Und trotzdem zwickt's. Die ersten Gäste kommen schon. Es geht los. Und mich zwicken die Klammern immer noch. Die Hochzeitsgäste trafen ein. Onkel Pitsch von der Unterwasserstadt war einer der ersten. Er hatte sich prächtig mit einer dicken geflochtenen Blumenkette aus seltenen Unterwassersumpfpflanzen herausgeputzt. In völliger Lautlosigkeit, fast geisterhaft, schwebte ein großer Ballon herbei. Er schillerte in den Farben des Regenbogens wie eine Seifenblase. Unter ihm hing ein Strohkorb. Fröhlich winkten Professor Habakuk Tibatong, Direktor Dr. Zwengelmann im schwarzen Anzug, König Pumponell und seine Gattin Naftaline mit Händen, Taschentüchern und Blumensträußen heraus. Der schillernde Ballon senkte sich sanft zur Wiese, zwei Steinwürfe weit vom Schloss entfernt. Ein Segelboot mit einem anderen Gast steuerte den Hafen von Titiwu an. Herr Mö, das Oberschwein aus Urwapinschu, vertaute am Landesteg sein Boot und ging mit etwas steifen Schritten auf das Schloss zu. Mit großem Hallo begrüßte man sich untereinander. Plötzlich stand eine überaus prächtige, mit sechs Schimmeln bespannte Hochzeitskutsche im Schlosshof. Schimmel. Hast du schon einmal schwarze Schimmel gesehen, Pinguin? Ich will mich jetzt doch nicht mit dir pfreiten wegen der Pfimmel da. Mach, dass du in die Kuppe pfeigst. Erst kommt doch die Braut und der Bräutigam. Platz für die Braut und den Bräutigam. Ja. Platz. Alles einfallen. Einfallen, bitte nicht drängeln. Alle hab in der Kuppe Platz. Nun, sie hatten alle Platz. Die Kutsche war wie aus Gummi. Je mehr Personen einstiegen, umso mehr dehnte sie sich in die Länge und in die Breite, bis sie eine höchst sonderbare Form hatte, gleich einem an allen Seiten ausgebeulten Sack. Aber schön war sie trotzdem noch. Tim Tintenklecks schwang sich auf den Rücken des hintersten Schimmels und trompetete. Seelefant saß auf dem Kutschbock und ließ, so gut er das eben konnte, die Peitsche knallen. Die Hochzeitskutsche machte einen Ruck, denn die sechs Schimmel zogen an, als hätten sie Feuer im Leib. Vor dem Eingang zur unterirdischen Krabbenhöhle hielt die Kutsche. Aus dem Innern der Höhle drang feierlicher Orgelklang. Seine Majestät Urmelkönig reichte Wawa Braut die Hand und Wawa stützte sich andererseits auf den Rücken von Wutz. So gingen sie mit etwas Andacht in den Schritten in die Höhle. Die Hochzeitsgäste hinterher. Vor einem Altar, gleich einem roten, unbehauenen Stein, auf dem vielarmige Leuchter mit brennenden Kerzen standen, begrüßte Onkel Pitsch die ganze Gesellschaft.
Nun, Pitschpü, dann wollen wir mal Urmelkönig und Baba Braut, wollt ihr euch treu sein an schönen und auch an trüben Tagen? Ja, wir wollen. Mich schwicken die Klammern auf meinem Kopf. Du sollst ja sagen, Baba. Ja, ja. Also, ich frage dich, Pitschurmelkönig, willst du die hier anwesende Jungfer Pitschwababfü heiraten? Ja, ich bin aber keine Jungfer. Das ist doch jetzt egal. Halt den Mund. Wawa, willst du den hier anwesenden Urmelkönig heiraten, Pitsch? Eigentlich nicht. Du musst ja sagen. Also ja, weil die Kärtchen so schön flackern und weil ich hoffe, dass der olle Schleier von meinem Kopf bald abgemacht wird, dann hört auch das Zwicken auf. Es sei doch endlich still. Baba, du bist eine frecklich gepfetzige Braut. Hiermit erkläre ich euch Pitschpü für Mann, Pitsch und Frau. Ich bin aber keine Frau. Dann erkläre ich euch für Pitschpü verheiratet, Pitschpü. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ganz plötzlich, und da hatte der Traumkobold seine Hand im Spiel, befand sich die ganze Hochzeitsgesellschaft im Prunksaal des Schlosses beim Festmahl. Ich bitte um Gehör! Auf zum Tanz, meine Herrschaften! Die Kapelle spielt und singt für Sie. Heute ist das Leben schön. Oh, ja. Schön! Bravo! La 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 la. Heute ist das Leben schön, denn heute wird gefeiert. Heute spielt das Grammophon so lange, bis es eiert. La 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 la. Esst und trinkt und tanzt dabei, lasst springen die Tapeten. Heute ist alles kostenfrei mit Pauken und Trompeten. La 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 la. Federvieh-Freunde und Ringelschwanzgenossen. Unser Seelefant wird dem Hochzeitspaar und unseren Gästen ein Ständchen bringen. Ruhe bitte! Onkel Pitsch wird mich auf dem Klavier begleiten. Bitte. Ein Vöglein wollte Hochzeit machen an dem grünen Walde. Wederalala, wederalala,
Föderal, la, 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 la. Es gab darum ein großes Fest bei dem es sich gut schmausen lässt. Föderal, la, la, Föderal, la, la, Föderal. Hier ist weder ein Wald, noch bin ich ein Vöglein. Das ist eine Majestätsbeleidigung. Oh, Majestät, sei still, Wutz. Du hast ja auch den verdächtigen Herrn Mö eingeladen, ohne mich zu fragen. Oh, das ist nicht wahr. Was wahr ist und was nicht wahr ist, das bestimme ich. Denn ich bin Urmelkönig. Aber nicht mehr lange, wenn du solche Reden führst. Ich führe noch ganz andere Reden. Ach, du liebe Güte, das Urmel wird größenwahnsinnig. Wutz, du bist als Hofmarschallin entlassen. Du bist verhaftet in den Kerker mit dir. Und allen zum Futz, Freiheit für Futz. Ja. Wieder mit dem König! Urmel packte Wutz an den Ohren und wollte sie aus dem Saal schleifen. Da befahl Herr Mö, das Oberschwein aus Urwapinschu, seinen Schweinesoldaten Wutz zu befreien. Das Urmel musste flüchten. Alle rannten hinter ihm her. Das Treppenhaus bebte, alle Wände wackelten, 1000 Schritte, 1000 Hufe, 1000 Klauen und Krallen. Das Urmel rief um Hilfe. Wo war er nur, der immer hilfreiche Traumkobold? Er hockte auf dem weichen Bett des Professors, zog sich das Laken über das Gesicht und flüsterte: Meine Zeit ist um, es ist zu Ende, alles ist zu Ende. Ja. Und verschwunden war er und nicht mehr gesehen. Das Federbett schien ihn eingesogen zu haben, wie das Löschpapier einen Klecks Tinte. Eine schreckliche Lage war das für seine Majestät Urmelkönig. Als das Urmel keinen Ausweg mehr sah, riss es das Fenster auf, breitete seine Flügel aus und flog empor. Aber welch Wunder! Wutz und Herr Mö flogen ebenfalls hinter ihm her und hatten doch keine Flügel. Das Urmel steuerte zum Meer. Dort wollte es untertauchen. Da flog König Futschs Hubschrauber knatternd heran. Der gewesene Herrscher von Pumpolonien beugte sich aus der Flugzeugkanzel und legte sein Donnergewehr an die Wange, kniff ein Auge zu, zielte und schoss. Urmelchen, mein Liebling. Schön, dass du aufgewacht bist. Ich glaube, du bist wieder gesund. Ich bin wieder gesund? Ja, was war denn mit mir los? Du hattest die Masern. Urmelige Masern. Nun hast du kein Fieber mehr. Ja. Ich glaube, du hast dich gesund geschlafen. Wo ist denn meine Krone? Deine Krone? Ja, meine Königskrone. Ich bin doch König von Titivu. Ja, bei uns auf Titivu gibt es doch keinen König, außer dem abgedankten König Futz von Pumpolonien. Und der ist gerade mit seinem Hubschrauber auf unserer Insel gelandet. Dann habe ich wohl geträumt. Alles nur geträumt. Aber ganz toll geträumt. So toll kann überhaupt nur ich träumen. Das Urmel hat sich gesund geträumt. Das Urmel ist wieder gesund. Das muss gefeiert werden. Wir feiern jetzt das Urmel. Oh, wie schön. Das Urmel, das hatte einen Traum. Das Urmel, so toll, man glaubt es kaum. Es träumte, der König von Titivu zu sein. Es
hatte viel Ärger mit Mö, dem Oberschwein. Das Urmel, das Urmel, das hatte einen Traum. Das Urmel, so toll, man glaubt es kaum. Von Hochzeit und Gästen im Schloss, da ging es rund. Es träumte das Urmel, sich ganz und gar gesund.